Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute werden wir die Mondstation weiter planen. Die ersten zwei Module habe ich ja schon hochgebracht. Genau gesagt, drei, aber zwei verschiedene. Das sind natürlich nicht die einzigen Module, die wir brauchen werden. Wir werden auch noch sowas wie Wohnräume brauchen. Vielleicht so ein Funkturm, also quasi damit wir Verbindungen aufrechterhalten können mit der Erde. Dann vielleicht noch sowas wie ein Bohrer, so ein Erzbohrer oder Wasserbohrer. Schließlich brauchen wir auch Sauerstoff. Und natürlich so ein Sauerstoffdom, wo dann aus dem Wasser Sauerstoff hergestellt wird. Und das will ich ja alles in dieser Folge bauen. Ich werde zwischendurch so Zeitraffer reinmachen, wenn ich mir so ein Design überlege, teste und so weiter. Und danach zeige ich euch das einfach nochmal. Deshalb würde ich nicht weiter rumreden und beginnen wir. So, also der Verbindungsturm ist fertig. Ich bin ganz zufrieden mit dem. Wir werden ihn jetzt erstmal verschieben. Einmal die Symmetrie ausmachen bitte. Danke. Einfach irgendwo hin. Hier an den Rand. Schieben. Oh, und hier ist noch ein Stück. Keine Ahnung, wo das hier jetzt herkommt. Jedenfalls werden wir jetzt noch weiterbauen. Ich glaube, als nächstes machen wir den Erzbohrer. Der ist nämlich, glaube ich, ganz interessant. Ja, dann entwickle ich mal.
So, da haben wir auch schon das zweite Equipment fertig. Im Vergleich zum Funkturm ziemlich klein. Aber ich finde den trotzdem ziemlich cool hier. Die beiden aerodynamischen Hälften machen einen super Bohrer. Und ich habe hier so einen kleinen Bug entdeckt, wie ihr sehen könnt. Das ist kein Clipping. Es ist halt so ein bisschen Glitschen. Ja, also ich kann die ineinander schieben, ohne dass die das stört. Na egal. Es besteht halt nicht aus Clipping, deshalb werde ich das hier auch benutzen. Sieht ganz schön aus, so ein kleiner Bohrer halt. Hier so ein kleiner Turm nebendran. Ein bisschen Treibstoff. Vielleicht so als Tank für die Erze oder das Wasser, das Eis, was wir dann halt da rausholen. Ja, finde ich ganz, ganz nett. Dann werde ich das jetzt auch mal zur Seite schieben. Wie machen wir das? Ich glaube, ich mache das einfach mal so. Und pack da irgendwie schnell irgendwas zwischen, damit es nicht auseinanderfällt. Ja, ich werde das später eh noch auseinandernehmen, alles. Vielleicht werde ich es auch noch ein bisschen verändern. Werdet ihr dann wahrscheinlich in den nächsten paar Folgen sehen. Jedenfalls kommt jetzt als nächstes der Sauerstoffdom. Und ich habe da an so eine große Kuppel gedacht, die ich einfach so mit Nutzlastverkleidung machen werde. Also, bis gleich. So, da haben wir auch schon den Sauerstoffdom mit dieser Solarzelle kann man so schöne Fenster machen. Ja, ich weiß nicht genau, in welche Farbe ich das machen soll. Ich würde es erstmal weiß lassen. Ich finde, man muss nicht unbedingt alles irgendwie einfärben. Weiß kann man auch ganz gut nutzen, deshalb würde ich das jetzt erstmal so lassen. So. Vielleicht irgendwie hier drunter schieben oder so. Ich glaube nicht, dass es darauf balancieren kann. Aber man kann es ja mal versuchen. So, als nächstes haben wir die Wohn- bzw. die Forschungsmodule.
Die will ich im Grunde gleich aufbauen, nur halt eins in Silber und eins dann in Schwarz. So, es sieht doch schon ganz, ganz gut aus. Ich bin auch erstaunt, dass dieser Wackelturm hier gehalten hat. Das sieht echt nicht sehr symmetrisch aus. Egal. Ja, jetzt haben wir alle zusammen, mehr oder weniger. Das hier würde ich gerne nochmal kopieren. Ich habe hier übrigens so viele Sonden reingepackt, weil man dann vier Astronauten pro Raum quasi hier reinpacken kann. So, ich würde noch eins da drunter packen und das dann in Silber als Forschungsmodul. Das werde ich euch auch noch mal kurz zeigen. Und dann haben wir es auch schon mit der Folge geschafft. Oh, ich glaube, das sollte nicht so aussehen. Ah, jetzt ist es oben drauf. So. Dann gehe ich mal zu dem da drüber. Ah, die linke Solarzelle hat sich nicht geöffnet. Und hier die rechte nicht. Komm schon. Danke. Dann mache ich hier nochmal das linke. Und dann nochmal. Moment. Nein, nicht da, sondern ganz links unten. Komm schon. Hä? Das ist eins? Moment mal. Das da zählt als Verbindung. Kann ich das? Als ob. Ich habe noch einen Bug gefunden. Oh Mann, das da ist eine Verbindung. Ist eigentlich ganz nützlich, wenn ich mal so sehe. Schließlich müssen wir das irgendwie dahin bringen. Wenn ich da einfach so eine Andockschleuse hinpacke, dann kann das ganz gut klappen. Ja gut, Leute, noch einen Bug gefunden. Vielleicht ist es auch ein Feature, keine Ahnung. Ich gehe nochmal hier hin. So. Dann haben wir es. Wir haben alle Module zusammen. Hier ganz unten Forschungsmodul, darüber Wohnmodul, weiter links. Hier unten haben wir den Sauerstoffdom. Hier haben wir unsere Riesensatellitenschüssel. Ich glaube, ich baue da noch so eine kleine dran, damit es ein bisschen besser aussieht. Und hier oben haben wir unseren echt cool aussehenden Bohrer. Bin wirklich stolz darauf, sieht echt cool aus. Und damit werden wir unsere
Station auf dem Mond bestücken. Dann gehen wir mal wieder zurück und speichern das einmal ab. Ja, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.